so Nico-chans und meine kleinen Bugaboos. Ihr wundert euch sicher, wie ich gerade aussehe. Das ist mein komplettes Make-up für mein Reh- bzw. Faun-Cosplay. Und ich werde, das hatte ich ja angekündigt, zwei Videos machen. Einmal ein Video über die ganzen Cosplayer dort. Das habe ich übrigens dann mit hier verlinkt. Und dann wird es jetzt noch ein Vlog geben für die 2 Tage. Also über die 2 Tage. Und das ist jetzt das Video. Und ja, wir machen auch gleich los. Hier hinten könnt ihr es schon sehen, meine blonde Perücke für mein Rehkostüm dann. Und ansonsten, wir fahren mit meiner kleinen Cousine dorthin und morgen dann mit einer besten Freundin. Und ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer let's go! Danke an meine Tante und meine Cousine, dass sie mich wieder mitgenommen haben. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an die ganzen Cosplayer, die ich mit Filmen und Fotografieren durfte. Das seht ihr ja dann auch im zweiten Teil noch. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh zum Teil 2 des Vlog-Tages. Mihau Nikos und Nico-chans und meine kleinen Bugaboos. Heute ist Tag 2 unseres Vlogs. Wir machen heute mit einer guten Freundin wieder los. Als Kitty, als Captain War. Ja, viel gibt's nicht zu sagen, außer wir sehen uns gleich wieder auf der Messe. Derweilen schon wieder abgeschminkt. Ja, es war auf jeden Fall wieder richtig cool. Also, es ist einfach jedes Jahr unbeschreiblich. Und wir waren dieses Mal sogar 2 Tage und ich hoffe, euch hat dieses kleine Vlog und dieser kleine Einblick in die Convention gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eigentlich entweder zu unserer Klassenfahrt wieder, aber
Jetzt geht's erstmal in den nächsten paar Wochen mit der Geschichte weiter, was ich euch versprochen hatte. Und danach folgt noch die Wave Gothic Messe. Dann sind wieder Ferien eigentlich, dann geht die Geschichte weiter. Ja, also wir haben das ganze Jahr wieder was geplant. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch hier nochmal, beziehungsweise unten in der Infobox, den Link für mein zweites Video, also für den Anhang von diesem Video hier, wo ihr alle Cosplayer oder viele Cosplayer, besser gesagt, mit einem Musikvideo von Millionaire seht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!